Hi zusammen! Heute soll es mal um das Godox ML60 Bicolor gehen. Das ist ein 60 Watt, sehr, sehr kleines und flexibles LED-Dauerlicht. Heute wollten wir euch einmal zeigen, wie wir es beim Shooten in der Praxis einsetzen können. Was war unsere Idee hinter dem Shooting und warum haben wir uns jetzt gerade für das ML60 Bicolor entschieden? Ihr habt gerade, wie gesagt, in dem kleinen Video ja schon gesehen, ich packe mal die Tasche runter, was die Idee hinter dem Shooting war. Sasan hat ein wunderschönes neues Studio sich ausgebaut mit einem schönen Küchenbereich und einem vorderen Sitzbereich, wo das Ganze in so ein richtig schönes, warmes Licht getaucht ist. Und das hat sich für mich jetzt so perfekt angeboten, um diese schöne, warme Lichtstimmung in meine Bilder einfließen zu lassen. Ich hatte dann die Klamotten vom Model ein bisschen durchgeschaut und gesehen, dass sie so ein richtig schönes gelbes Shirt noch dabei hat, was perfekt einfach zu der Lichtstimmung und zu den Brauntönen im Raum gepasst hat. Und dann hatte Sasan noch die glorreiche Idee, eine schöne Retro-Kamera dazu zu nehmen und dabei sind dann die tollen Aufnahmen entstanden. Dabei war es jetzt aber wichtig, als ich die Kamera das erste Mal eingestellt habe, dass wir die richtige Lichttemperatur und die richtige Menge an Licht auf unser Model bekommen. Ganz am Anfang haben wir versucht, mit dem M600 zu arbeiten, dem neuen großen Licht von Godox, was aber einfach 5600 Kelvin hat und damit eine relativ kühle Lichtstimmung im Gegensatz zu unserer Umgebungslicht hatte. Und das hat natürlich nicht so schön gepasst und da haben wir dann gesagt, hey, dann lass uns doch mit dem Godox ML60 arbeiten. Der Godox ML60 hat verschiedene Vorteile, die wir uns bei dem Shooting zunutze gemacht haben. Der erste Riesenvorteil ist, dass ich, wie gesagt, meine Farbtemperatur selber an dem Gerät einstellen kann und damit konnten wir die Lichttemperatur auch perfekt an unser Shooting bzw. in unserem Umgebungslicht anpassen. Dann hat den zweiten Riesenvorteil von diesem Dauerlicht, dass ich hier nicht nur mit einem Stromversorgung arbeiten kann, das heißt, ich bin nicht an eine Steckdose gebunden, ich muss nicht immer das Netzteil anschließen, sondern ich kann bei dem ML60 auch mit NP-Akkus arbeiten. Wir in unserem Falle hatten die NP970 und konnten damit dann die ganze Szenerie ausleuchten und waren komplett ortsunabhängig. Und das hat das Ganze dann so schön flexibel gemacht. Und dazu brauchten wir natürlich noch, genau, die passende Softbox. Als Softbox haben wir uns dann für die S65 bzw. S85S entschieden. Das ist die Godox eigene Softbox mit dem Godox Mount. Denn der ML60 verfügt ebenfalls über den Godox Mount und macht dieses System damit so super flexibel und klein zum Mitnehmen. Der Godox eigene Mount hat nämlich den riesen Vorteil, dass die Softboxen sehr, sehr klein zusammenbaubar sind. Das hier ist zum Beispiel die S85S. Und ihr seht schon, durch diesen kleinen Mount haben wir hier eine 85er Softbox, die wie gesagt super klein zusammenbaubar ist und dann einfach hier an unser LED-Licht angebracht werden kann. Wer Interesse hat und wissen möchte, was man alles mitmachen kann, dem verlinken wir unten in der Videobeschreibung das Video zur S85S. Und in dieser Kombination haben wir dann ein schönes, weiches Licht auf unser Model bekommen. Wir hatten jetzt also alle Vorteile an der Hand. Wir konnten die Farbtemperatur einstellen, so wie wir sie benötigen. Mit den Akkus waren wir komplett flexibel im Raum. Wir hatten ein schönes, weiches Licht durch die Softbox, die wir dann auch nah an unser Model ranbringen konnten. Und damit konnten wir dann die ganzen Bilder richtig schön harmonisch ausleuchten. Wir haben also diesen Vintage-Look, diesen schönen, warmen Look im Endeffekt mit unserem Equipment hier perfekt unterstreichen können. Wir sind dann noch mal ein bisschen weitergezogen und zwar nach in den hinteren Bereich der Küche und haben dann hier den Tresen auch noch mal genutzt. Und auch hier war wieder dieses Farbspiel perfekt. Wir hatten die schön warme Innenbeleuchtung und im Vordergrund hatten wir noch ein paar Orangen, die jetzt auch wieder perfekt mit dem schönen gelben Oberteil von unserem Model harmoniert haben und konnten so jetzt auch mit dem Vordergrund, mit den Orangen, Hintergrund, dem Licht spielen und in der Mitte natürlich unser Hauptmotiv, unser Model. Ihr seht also, es braucht nicht immer viel. In unserem Falle ein LED-Licht mit dem riesen Vorteil, you get what you see. Du kannst genau alles auf deine Bedürfnisse einstellen und dazu die passende Softbox, um das Licht auf deine Bedürfnisse anzupassen. Und dann kannst du im Endeffekt auch schon losgehen.
Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht aufs Fotografieren. Schaut gerne mal, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung vorbei. Wenn ihr Fragen haben solltet, stellt uns das gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, ciao.